bei hintermherz.de. Wir haben heute ein bisschen Spaß. Wir kochen heute ein bisschen. Unser Schirmherr Daniel Schott in seiner Kochschule darf ich heute ein bisschen köcheln. Mein Name ist Christian Hedderich. Ich bin Küchenchef und Küchenmeister in einem kleinen regionalen Betrieb. Wir haben ein kleines Restaurant mit ein bisschen Weingut dabei. Und heute machen wir eine Haushaltsversion von einem gelben Thai-Curry mit Peacock-Hähnchen. Und ich stelle dabei ein paar Utensilien vor, mit denen es Spaß macht, und ein paar Produkte vor, die Spaß machen. Und darum soll es heute gehen. Sag gleich mal noch Hallo zu dem Menschen hinter der Kamera. Das ist der Daniel Schott. Daniel, sag mal Hallo. Hallo. Grüß dich. Wir haben uns gedacht, jetzt zu Zeiten zu Corona haben wir ganz gerne erstmal Kochkurse gemacht. Jetzt machen wir das Ganze einfach mal ein bisschen online und hoffen, dass ihr da ein bisschen Spaß dabei habt. Wir bereiten zuerst zu einem Fond für das Thai Curry. Der besteht aus Zwiebeln und Früchten. Hier habe ich Nacho, Banane. Ihr könnt da einfach mal bei euch durch den Kühlschrank gehen, durch die Obstschale greifen und gucken, oh, das hat schon eine Macke, alles was weg muss, kann in den Thai Curry kommen. Dafür ist ja optimal, einfach so alles mit durchjubeln. So, noch ein Schluck Seko. Den es übrigens auch hier im Tauber Bischofsheim beim Daniel Schott zu kaufen gibt. Der leckere Tillmann Seko, einer der besten Sekos, die es bei uns hier in der Region gibt, auf jeden Fall. Dafür bereite ich jetzt einfach mal vor, schneide jetzt einfach mal ein bisschen Zwiebeln einfach an Streifen. Mit der Größe müsst ihr euch jetzt gar nicht so viel Mühe geben. Das Ganze wird dann noch gemixt, also das heißt, wenn die jetzt ein bisschen dicker sind, ist es total wurscht. Wenn es feiner geschnitten ist, lässt sich es einfach schöner andünsten. Und deswegen mache ich das jetzt mal für schon mal so ein bisschen feiner. Ja, gelbe Thai Curry, das ist so eine der Gerichte, die in dem Restaurant, in dem ich vorher gekocht habe, abging wie Luzi. Da haben wir wirklich Massen an gelben Thai Curry verkauft. Da hatte ich auch Gäste, die mich nach Hause zu einem Kochkurs eingeladen haben, die wissen wollten, wie dieses Thai Curry funktioniert, weil es einfach was Einfaches und was Geniales ist. Das ist so wie mit dem Schnitzel und Spaghetti Bolognese. Das schmeckt einfach immer und macht halt Spaß. Und in welchem Restaurant warst du da? Das hieß Restaurant Lambok. Lambok wie der Film. War in Würzburg. Leider hat sich das so ein bisschen zerschlagen, aber das Thai Curry war trotzdem geil. Das glaube ich, ich bin da auch mal in den Genuss gekommen. Das ein oder andere Mal. Ja, Daniel und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Den allerersten Kochkurs, den der Daniel hier in seinem Küchenstudio hatte, war ich mit an Bord. Da war ich damals noch bei jemand anderem gekocht, damals als nur normaler Jungkoch. Das war damals schon ganz witzig und seitdem gehen wir eigentlich stets irgendwie irgendwo immer wieder mal gemeinsame Wege. Daniel ist auch eine ziemlich coole Socke. Dankeschön. Das macht alles immer ganz viel Spaß. So, und jetzt habe ich einfach mal so Zwiebeln rein und fange jetzt einfach mal mit den Zwiebeln an, die schon mal so ein bisschen anzuschwitzen. Beim gelben Thai Curry, das ist so die fruchtige Bombe unter den Curries. Lässt sich aber, muss ich auch dazu sagen, so mit am leichtesten kochen. Deswegen jetzt hier speziell die Haushaltsversion. Im Restaurant kochen wir das alles ein bisschen aufwendiger. Das Coole ist hier im Kundenstudio, die Schott und Daniel sind alle sehr kochaffin und sehr genussfreudig. Deswegen gibt es hier lauter coole Sachen und ziemlich coole Equipment, mit dem man zu Hause ziemlich gut und professionell kochen kann. Das macht echt richtig Spaß. So, ich will mal kurz ein bisschen. Das kann ich nur bestätigen. Ja, mit dem Messer musst du auch ein bisschen aufpassen, ne? Allerdings, ja, das macht auch richtig Spaß. Schau mal, was haben wir denn hier? Von Zwillingmesser ist schon ein bisschen benutzter, ja? Das ist schon kein Showstück, sondern ein richtiges Messer. Ja, das sieht man, hier wird gearbeitet. Ja, aber das ist ein ganz tolles japanisches Messer. Die Serie Miyabi von Zwilling. Da macht das Kochen und das Schnibbeln richtig Spaß. So, und hier geben wir jetzt einfach so ein bisschen noch die Äpfel dazu. Wie gesagt, was man zu Hause in der Obstschale findet, kann da reinwandern. Ob es eine Melone ist, ob es eine Birne ist, das ist alles total egal. Alles, was lecker ist und fruchtig ist, darf da rein. Das schwitzen wir jetzt hier noch ein bisschen an.
Jetzt bringen wir langsam die erste Currynote dazu. Ich war bei uns, um es jetzt tatsächlich auch nachbar zu machen, habe ich die meisten Zutaten bei uns im lokalen Edeka-Markt besorgt. Und ist da auch alles gar kein Problem zu kriegen. Hier habe ich jetzt mir mal eine gelbe Currypaste geholt, die ich ehrlich gesagt so noch nicht kenne. Bei mir im Restaurant, da stellen wir die Currypasten selber her. Ja, wir wollen ja auch ein relativ schnelles Gericht hinbekommen, ohne dass man da einen halben Tag vorher dann vorbereiten muss noch. Nehmen wir erfüllt das, denke ich, auch ganz gut den Zweck. Dann haben wir hier mal verschiedene Currys. Das Ganze aus dem Hause von Ingo Holland. Ingo Holland ist so ein Gewürzguru, nenne ich ihn jetzt mal, aus Klingberg. Macht für mich die geilsten Gewürze ever. Und hier können wir jetzt natürlich ein bisschen spielen. Hier habe ich jetzt das Curry Chai Pur. Steht schon drauf, pikante Schärfe. Haut rein wie Hulle, würde ich sagen. Dann haben wir hier das Curry Mumbai. Steht drauf, mild. Hat tatsächlich auch eher dann so einen fruchtigeren Touch. Da können wir dann ein bisschen großzügiger mit umgehen. Und das geben wir jetzt hier einfach... Richtig schön verschlossen auch. Also, das ist ein Aroma, wenn man die Dosen aufmacht. Ja. Das ist der absolute Hammer. Das macht richtig, richtig Bock. So. Gehen wir das so zu. Ja, und von den Currys von Ingo Holland, da brauchen wir auch deutlich weniger als jetzt von den klassischen haushaltsüblichen, sage ich mal. Ja, also man hat es vielleicht jetzt gerade schon gesehen, das war jetzt tatsächlich eine Nuance. Und der Geruch, der jetzt hier schon entsteht, der ist einfach sensationell. Der macht mir richtig Spaß. So, in unserem Fall, ich habe die Zwiebeln relativ fein geschnitten, die Äpfel fein geschnitten, können wir schon ein bisschen ablöschen. Wenn wir jetzt so wie wir jetzt, wir haben jetzt hier einen offenen Sekko, dann schmutzt, machen wir ein bisschen Sekko dazu. Wenn Kinder mitessen, muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Hier habe ich jetzt einfach mal einen Mangosaft, man kann Maracuja-Saft nehmen, einen Orangensaft nehmen, alle hellen oder gelben Säfte eignen sich hervorragend. Mango ist natürlich, trifft den Geschmack vom Thai Curry natürlich nochmal ein bisschen besser. Aber wenn es der Orangensaft ist, dann ist es überhaupt gar kein Abbruch. So, das gibt jetzt den Grundfond. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um die bekanntere Nuance. Und zwar machen wir jetzt da noch ein bisschen Korianderkörner rein. Das macht das Ganze ein bisschen frischer. Wenn man zu Hause zum Beispiel einen Thermomix hat, dann muss man den Schritt, den ich jetzt mache, gar nicht wirklich machen. Jetzt rümpft der eine oder andere vielleicht die Nase, Koriander. Korianderkörner oder Samen sind jetzt nicht vergleichbar mit dem frischen Koriander. Der frische hat ja manchmal so einen leicht seifigen Geschmack. Das mag nicht jeder, da trennt sich wirklich die Meinung extrem. Aber beim Korianderkörner oder jetzt auch den gemahlenen Koriander. Sag mal, worauf kommst du denn beim Mörsern so richtig an? Dann nur? Ist auf jeden Fall. Stößt, da haut man nicht einfach so rein, sondern. Richtig, also da braucht man auf jeden Fall schon einen schweren Stößel, so wie hier jetzt. Das ist eigentlich ideal. Ein hohes Gefäß bietet sich auch an, dass es nicht überall rausgeht. Und dann einfach ohne Kraft einfach kreisen lassen. Durch das, dass der Mörser, der Stößel so sein eigenes Gewicht hat, wird es schön zerrieben. Man sieht es jetzt auch schon, vielleicht in der Kamera kannst du es auffangen, es staubt so ein bisschen. Ja. Und man riecht es extrem. Und so sollte es sein. Es sollte so ein bisschen eine Eigenreibung haben und das macht man eben hier durch diese runde Bewegung und der Gewicht vom Stößel macht eigentlich die komplette Arbeit. Also muss man nicht drauf und gib ihm und drück ihm, sondern einfach entspannt drin rumtun. Ja. Und da geht es ja nur darum, das Ganze ein bisschen da das Aroma sich entfachen zu lassen quasi, oder? Und die Hülsen, die bleiben ja dann auch mehr oder weniger ganz, ne? Also, kriegst du gar nicht so klein, ja? Nee, die zerfallen so, man halbiert die, viertelt die, zerreibt die so ein bisschen. Und was zum Beispiel richtig schön ist, wenn man das macht mit Kräutern und Salz, weil dann treten bei den Kräutern die ätherischen Öle aus, da ist diese Reibbewegung eben auch ganz wichtig. Und das Salz kann dann diese ätherischen Öle aufnehmen, da kann man ganz tolle Kräutersalze, Gewürzsalze machen. Das funktioniert richtig klasse. Haben wir hier unseren Fond, der vor sich hin zieht. Und wir machen jetzt noch dazu eine saure Note. Ich habe jetzt hier extra mal Limetten genommen.
Man kann das auch mit einem Reisessig machen. Finde ich persönlich geschmacklich fast ein bisschen interessanter. Reisessig haben die wenigsten zu Hause. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich nehme einfach mal eine schnöde Limette. Bringt nämlich auch wieder gleich so die Fruchtnote rum. Mach die schon mal ein bisschen platt, damit gleich der Saft besser rauskommt. Und auch hier, man riecht es auch schon sofort, die Limette über die Microblade reiben lassen. Das geben einfach, da spricht man von Prinzessin in der Profiküche. Es gibt keine andere Reibe, die das wirklich so geil kann, wie hier Microblade reiben. Das geht so easy und so gut. Und die Reiben halten einfach ewig. Also in jeder Profiküche, gerade so in der Patisserie, also im Dessertbereich, überall findet man eigentlich nur Microblade-Reiben, weil ich sag jetzt mal, das ist eben das geile Zeug. Ja, die sind lasergeschärft quasi und lasergeschnitten und haben durch das Material, das eingesetzt ist, wirklich eine extrem lange Haltbarkeit. Wo man jetzt mit der Säure ein bisschen aufpassen muss, ist beispielsweise, wenn man da jetzt mit Orangensaft arbeitet, und kippt dann noch 2-3 Limetten hinzu, dann kann sein, dass die ganze Show so ein bisschen zu sauer wird. Da gilt eine ganz goldene Regel in jeder Küche, probieren. Ne? Also wenn der Fond schon sauer ist, dann muss man natürlich keine Säure mehr reinkippen. Unser Thai Curry kann man in zig Varianten zubereiten. Das heißt, wir können es komplett vegan zubereiten, wir können es low carb zubereiten oder vollen Programm mit Kohlenhydrate und Fleisch. Wir braten heute noch Kikkerkännchen mit dazu, zum Thema Kikkerkännchen. Dazu nachher noch ein bisschen was. Machen jetzt Gemüse mit rein. Und wenn man eben auf Kohlenhydrate verzichten will, dann lässt man die Reisnummer komplett weg. Oder in unserem Fall, wir nehmen halt Reis einfach mit dazu. Ich habe den Sellerie jetzt erstmal hier so grob geschält. Und gebe jetzt die Schalen hier separat noch in einen Topf. Das ist so, ich sage jetzt mal, der gute Abfalltopf der Küche. Da wandert einfach alles rein. Und hier jetzt dann auch die Karottenschalen. Es gibt da einen leckeren Gemüsefond. Richtig, da machen wir uns noch einen leckeren Gemüsefond vorne. Den brauchen wir jetzt nicht dringend für dieses Gericht. Aber einfach so generell ist es immer super, ein Gemüsefond da zu haben, für den nächsten Sauerbraten einzulegen, für den nächsten Suppenansatz, für die Kartoffelsuppe mit aufzufüllen, für ein Dressing zu machen, für einfach alles. Ja, und das macht ziemlich Glaube, das machen, ich glaube, das machen die wenigsten zu Hause, was aber echt schade ist. Ja, aber gut, manchmal haut es einfach zeitlich vielleicht nicht hin, aber man denkt einfach nicht dran, also es geht mir genauso. Aber es gibt ja eigentlich nichts Einfacheres und natürlich auch nichts Besseres, ne, als jetzt dann irgendwie so ein Fond aus Sachen, die du selber in der Hand hattest schon und dann weiterverarbeitet hast. Ne? Hier noch ein bisschen heißes Wasser dazu. Und hier haben wir ein ziemlich cooles Feature. Und zwar ist das so mein Lieblingswasser. Das ist der Kucker, der jetzt hier in diesem Fall einfach noch schon kochendes Wasser direkt aus der Leitung nimmt. Man muss dazu sagen, ich baue gerade und brauche natürlich dann für ein neu gebautes Haus auch eine neue Küche. Und habe mir tatsächlich auch den Kucker bestellt, weil es einfach A super praktisch ist und B kann er ja auch kaltes Wasser rauslassen und noch geiler Wasser mit Kohlensäure. Was mich beim Kucker total geflasht hat, ist das erste Mal probiert habe, war die Feinperligkeit der Kohlensäure, das war schon unglaublich und das schmeckt einfach, das macht wirklich Spaß. Ja, ja, da hast du ja dann nur eine Stufe, das ist so ein Medium mehr oder weniger und reicht völlig aus, das ist super klasse. Ich kann ihn aus unserem Haushalt auch nicht mehr wegdenken. Hier haben wir jetzt noch ziemlich coole Topfsysteme, wenn man es vielleicht sieht, ich weiß gar nicht, ob es die Kamera jetzt gerade so hinkriegt. Hier haben wir jetzt so ein Ablaufsystem und diese Deckel können leiten quasi den überschüssigen Dampf direkt hier rüber. Also man kann dann aussuchen, welche Richtung es dampfen soll. Und das ist natürlich eine sehr feine und sehr geschickte Sache. Die sind also speziell für die Kochfeldabsaugungen konzipiert und funktionieren spitzenmäßig. So, hier lasst ihr gleich das nächste kochende Wasser raus. Und zwar
Wie schon gesagt, kochen wir ja ein bisschen rein. Ich darf heute auf dem Induktionsherd kochen, den ich mir auch privat zu Hause bestellt habe. Ich habe schon sehr viel Gutes über den gehört, deswegen natürlich auch bestellt. So, der erste Probelauf ist gerade aktuell und ich bin jetzt schon ziemlich begeistert, weil wir haben hier richtig, richtig Power am Start. Also klar, wir haben hier kochendes Wasser schon reingelassen, aber nichtsdestotrotz haben wir hier schon richtig Power am Start. Das macht richtig, richtig Spaß. Ja, jetzt haben wir hier den Fruchtfond ein bisschen reduzieren lassen. Man sieht auch schon, die Äpfel verkochen schon, die Zwiebeln sind schon glasig durchsichtig. Das ist auf jeden Fall schon theoretisch gar, also schon mixbar. Und wenn wir es jetzt noch weiter reduzieren lassen würden, würde das Ganze aber auch noch süßer werden, wie es jetzt eh schon ist. Deswegen kommt jetzt ein bisschen Kokosmilch dazu. Ja, einfach ein bisschen Kokosmilch dazu. Deckel drauf, meine Küche lassen. Ich schmeiße jetzt hier einen Reis ins Wasser. So, die asiatische Küche, hast du da viele Favorites? Kochst du sehr gerne asiatisch oder sagst du so, ja, ab und zu halt mal? Also vor allem Kochen mit Sojasauce ist für mich nicht mehr wegzudenken. Gerade im Bereich von Soßenansätzen ersetze ich ganz gerne mal so Salz durch Sojasauce, finde ich unheimlich interessant. Aber ich muss gestehen, ich kenne auch richtig, richtig gute asiatische Küche und daher maße ich mir selber nicht an zu sagen, ich könnte das. Ich esse dann liebend gerne bei denen. Jetzt habe ich hier einfach noch ein bisschen Gemüse, ein bisschen Karotten, Sellerie, wie man sieht. Kann man so machen, wie man Bock hat im Endeffekt. Richtig, genau. Man muss ja auch zum Schluss gucken, dass alles so ungefähr die gleiche Größe hat. Das ist A vom Essen dann ganz angenehm. Und B halt auch vom Garn, so wie jetzt. Jetzt habe ich mich da gerade ein bisschen verschnibbelt, das ist hier ein bisschen dicker, das heißt, jetzt schneide ich halt hier einfach gerade nochmal ein bisschen nach. Den Reis hast du jetzt auch nicht wirklich abgemessen? Ich muss gestehen, doch. Und zwar ist da hinten auf den Packungen immer so eine Angabe. So eine Skala, ja, genau, richtig. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich das mit der Hand einfach so abgequetscht. Und okay, aber das Wasser? Das Wasser habe ich tatsächlich jetzt so frei Schnauze gemacht. Sonst sagt mir ja, so ein Liter Wasser für 500 Gramm Reis. Da gibt es aber auch ganz unterschiedliche Reissorten, Reiszubereitungsarten. Deswegen sage ich jetzt einfach, schaut drauf, was auf der Packung steht und macht dann was. Ja, hier schneide ich jetzt einfach auch so Scheiben runter und schaue eben, dass die Scheiben ungefähr so dick sind wie die Karotte. Mhm. Ja, dass das dann gleich groß wird. Ja, jetzt habe ich hier so ein bisschen mein Gemüse geschnibbelt. Beim Gemüse steht auch der Fantasie irgendwie keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Karotte, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Blumenkohl dabei und habe mir gedacht, ich blanchiere Karotte und Sellerie ein bisschen vor und Blumenkohl schneide ich gerade so ein paar Streifen, werde den wahrscheinlich gerade so anbraten. Dann habe ich noch eine Avocado gefunden, die werden wir dann auch noch anbraten und ein paar Zuckerschoten, die schmeißen dann so alle meine Feine. Je nach Lust und Laune. So. Was glaube ich für zu Hause ein bisschen schwieriger ist bei Blumenkohl, ist, der braucht unheimlich viel Salz. Also gefühlt muss man den Blumenkohl versalzen, damit er schmeckt. Ne? Ist dann immer so, oh mein Gott, halbes Kind Salz drin. So schmeckt er halt tatsächlich erst. Ne? Also, ja. Gut, hier zieht unsere Gemüsebrühe, die ist eigentlich immer heiß. Lassen wir Deckel drauf, schieben es mal auf die Seite. Schieben wir hier unseren Fond ein bisschen nach hinten. Gehen wir hier mit der Temperatur ein bisschen runter. Wird jetzt gut geköckelt, das lassen wir jetzt auch einfach noch so ein bisschen ziehen. Und das Aroma ist schon richtig, richtig geil. Also ich glaube, da müssen wir nachher gar nicht viel an Curry nachjustieren. Ich glaube, das wird schon richtig spaßig. Auch das Coole hier in der Küchensteuerung ist direkt immer alles da. Ja, klar. Das Coole ist, hier kommt jetzt gerade fast 100 Grad heißes Wasser raus, kann hier oben aufladen, ohne dass ich mich verbrenne. Klar merke ich an den Dampf, aber hier das Teil wird auch gar nicht heiß. Das macht dann vielleicht ganz cool.
Das Twist-Pad ist natürlich auch sehr cool hier am Kopffeld. Ne? Definitiv. Also das war für mich ein ganz wichtiges Kriterium und mir war eben diese einfache Bedienbarkeit sehr wichtig. Und das ist ein richtig cooles System, es ist ein haptisches System. So, okay. Jetzt kocht hier mein Wasser. Das Gemüse einfach mal rein. Einfach ein bisschen gesalzenes Wasser. Das ist jetzt nicht ganz so auslaufen. So, dann haben wir hier die Zuckerschoben. Im Restaurant macht man dann folgendes: Man nimmt die Zuckerschoben und zieht hier hinten so einen Faden, zieht den einmal raus. Haushaltsversion ist tatsächlich, man legt einfach ein paar Zuckerschoten aufeinander, schneidet die einmal so quer durch und es ist wirklich, wirklich selten, dass man diesen Faden im Mund hat und ihn nicht mitessen kann. Das ist so eigentlich echt gar kein Problem. Wenn sich jetzt die Leute zu Hause hinstellen und wollen den Faden wegmachen, haben die keinen Bock mehr auf Zuckerschoten, will ich gerade vermeiden, weil Zuckerschoten auch was richtig Geiles sind. Deswegen halbieren wir die einfach. Lassen sich natürlich auch gut variieren. Also so wie ich die jetzt schneide, werden wir die dann einfach unter das Gemüse drunter ziehen. Das gibt dann so einen Knack. Und dann machen wir ein bisschen was noch fürs Auge. Das heißt, dafür schneiden wir mal die Enden einfach mal ab. Dann schneiden wir einfach so fein wir können. Jetzt so feine Streifen runter. Und die können wir dann oben auf das Gericht oben drauf machen. Und dann haben wir schon was zum Ausgarnieren. Dann haben wir so ein grünen Tüpfelchen dann nochmal drauf. Das Schöne bei dem Herd ist, der aktive Teil kann man immer schön vorne machen. Das ist so ein Flächeninduktionsherd, das heißt, ich schiebe jetzt das Ding einfach nach hinten und arbeite jetzt vorne in meiner Pfanne und... Und hier hinten kocht es dann quasi richtig, weiter gleich wieder. Richtig, genau. Das mache ich hier mal in die Pfanne, einen Tropfen Öl. Und habe hier noch geile Cashewkerne mitgenommen. Ich liebe Cashews. Macadamia-Nüsse auch sensationell zu diesem Gericht. Ist natürlich auch ein bisschen eine kostspieligere Geschichte. Das macht das Gericht ein bisschen teurer, aber dafür macht es halt auch unheimlich Spaß. Lässt tatsächlich jetzt einmal mal so rein, damit sich das Öl jetzt so ein bisschen verteilt. Schwenke ich das jetzt mal. Ihr könnt es natürlich auch schön rühren. So, dann schaue ich jetzt nochmal nach unserem Gemüse. Und dann kommen wir mal zu unserem Fond. Dann haben wir jetzt hier noch mit der Kokosmilch noch ein bisschen Zimt. Das schaut schon ganz gut aus. Und jetzt mixe ich den einfach mal und dann schauen wir mal, was die Konsistenz so macht, was der Geschmack so macht. Hier ist einfach ein ganz normaler Zauberstab. Das ist natürlich hier der ESGE. Der ist zum Mixen richtig, richtig cool. Der hat nämlich auch richtig Power. Und können dann auch selbst so ein bisschen entscheiden, wie stückig, wie fein das sein soll. Ein bisschen Stücke sind eigentlich immer ganz schön. Gerade so den Koriander macht so ein bisschen stückig auch immer ganz gut Spaß dabei. Und jetzt sehen wir auch schon von der Konsistenz, das ist so richtig schön sämig. Da hilft natürlich die Banane unheimlich gut mit. Ansonsten kann man das auch dann mit ein bisschen Stärke auch nachbinden. Oder ein bisschen weiter einreduzieren. Fruchtnote ist sensationell. Currynote ist schon richtig, richtig gut. Mhm. Was mir gerade noch nicht so gefällt, ist die Salznuance, die wir da drin haben, weil da habe ich bis jetzt so gut wie nichts an Salz rein. Das heißt, ich nehme jetzt auch einfach so ein bisschen gröberes Salz, das verkocht so vor sich hin. Achtet darauf, wenn ihr Salz kauft, dass ihr ein unraffineriertes Salz kauft. Ich muss mal schnell noch mein Gemüse abgießen hier, lauter 10. Die raffinerierten Salze bestehen wirklich nur noch aus Natrium und Chlorid. Genau, pures Salz ohne Jod, ohne irgendwas da drin. Ohne irgendwas. Die unraffinierten Salze, das sind noch alle Spurenelemente enthalten. Neben unraffinierte Salze, die ist dann irgendwie mal ein schwarzer Punkt drin oder so. Das ist nicht schlimm. Wichtiger ist A, schmeckt besser und vor allem ist es gesünder für einen. Genau, hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen unsere Cashews am Rösten. Cashewkerne schmecken im Warmzustand, so frisch geröstet, gar nicht so gut, weil die dann so ein bisschen weicher werden. Das ist dann tatsächlich interessant, wenn wir die erst dann wieder ein bisschen abkühlen. Dann werden die wieder richtig, richtig gut. So, probiere ich mal unseren Reis. Ich glaube, jetzt muss ich euch einmal kurz mit hier eine kleine Führung durchs Küchenstudio geben auf der Suche. Also dann gehen wir mal in die andere. Auf der Suche nach dem Sieb. Aber ich bin ziemlich optimistisch zu finden. Ja, da bin ich mal gespannt. Ha!
Ja, perfekt. Ja, hier, du hast hier schon mal gearbeitet, glaube ich. Ne? Ja, das ein oder andere Mal habe ich schon den einen oder anderen Abend hier genießen dürfen. Gut, parallel mache ich jetzt hier so eine Grillplatte warm, das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil in so einem coolen Induktionsherd. Das heißt, da wird dann auch die Grillplatte direkt über die Induktion beheizt und nicht die Platte an sich wird heiß, ne? Also nicht die Kochplatte, sondern direkt das, was draufsteht, die Grillplatte, so wie der Topfboden dann auch. Ne? Richtig, genau. Ja. Das ist halt, geht A, rucki zucki und man hat ziemlich viel Powerübertragung. Ne? Also es geht gefühlt mehr Power in den Topf als jetzt auf dem Ring. Und hier haben wir jetzt unser Kikok-Hähnchen. Kikok ist ein Label für Maishähnchen. Also das bedeutet, die bekommen Hauptanteil Mais in ihrem Futter dazu. Noch viel wichtiger wie die Maisfütterung ist hier, dass sie sehr, sehr viel Platz haben, um sich zu bewegen, langsam aufwachsen können und durch die Bewegung das Fleisch natürlich sich ganz anders ausprägt. Man probiert das Kikok-Hähnchen und hat einfach nur richtigen Hähnchengeschmack und es ist super, super saftig. Es macht richtig Spaß. Es kostet ein paar Euro mehr als das normale Hähnchen, aber hier war das Hähnchen definitiv glücklich. Es hat garantiert kein Antibiotika bekommen. Das ist der Philosophie von Kikok auch ganz wichtig. Und daher ist es wieder was sehr Gesundes für Mensch und Tier. Deswegen Appell da, gebt ein paar Euros mehr aus. Kauft eine gute Qualität, dann ging es dem Tier gut. Wenn es dem Tier gut geht, dann hat es noch den super Nebeneffekt, dass es wunderbar schmeckt. Kikok, ist das jetzt dann ein deutsches Label oder ist das ein deutsches Label? Ja? Tatsächlich. Es sind verschiedene Betriebe, die da so für zertifiziert sind. So ein Produkt, das einfach so mit dem Gaumen überzeugt hat. Und dann guckt man natürlich ganz genau hin und schaut sich die Philosophie von solchen Unternehmen an. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß. So. Die sind auch relativ gelb, ne? Also die haben schon. Richtig, also die gelbe Farbe kommt tatsächlich von der Maisfütterung. Okay. Und das sind jetzt ausgebeinte Keulen und das ist jetzt einfach so ein Standardprodukt von Kikok. Wie gesagt, hier ganz normal im Edeka, örtlichen Edeka-Sender gekauft, ist jetzt nichts Spezielles. Das ist, glaube ich, jeder Haushaltsmensch einfach so gekauft. Aber siehst du, die Absaugung, die muss überhaupt nicht höher gestellt werden. Das sieht man jetzt auch gut, das wird alles einwandfrei abgesaugt. Und das ist gerade mal auf Stufe, ein bisschen fettig hier auf Stufe 3. Beim Anbraten von dem Fleisch gehen wir jetzt her und braten das schön auf der Haut an. Man sieht schon, es bildet sich ganz langsam eine Kruste. Und wir drehen es dann von der Power eher ein bisschen runter. Ich gehe jetzt mal hier von 9 auf 6 und versuche es jetzt schön langsam auf der Haut fertig zu braten. Dass ich zum Schluss nur einmal ganz kurz auf die Fleischseite drehen und es dann so durchziehe. Dann bleibt es richtig schön saftig. Okay. So, also wir haben jetzt hier unseren Fond. Hier haben wir unser Gemüse, da dreht das nächste Gemüse, da haben wir einen Reis. Da haben wir unsere Nüsse, die wir gerade noch so halb gerettet haben, das Geschirr. Und alles wartet jetzt auf das Fleisch und dann können wir eigentlich auch schon direkt loslegen. Schau mal, ich habe noch eine Paprika vergessen. Die muss ich natürlich noch schnell zerlegen. Zack, kennen wir heute raus. Also halbiert und dann das Kerngehäuse genommen, einfach so gezogen. Hier einmal raus. So, ich sage jetzt mal die effiziente Art und Weise, eine Paprika auseinanderzulegen. Man kann auch einfach die Seiten runterschneiden, geht ein bisschen schneller, man hat aber dadurch ein bisschen mehr Abfall. Durch das, dass wir, ich sage jetzt mal, hier die Haushaltsversion kochen und jetzt nicht so auf Genauigkeit und Optik ankommt, kann man das auch einfach mal so jetzt in schöne Stücke schneiden. So genau, und jetzt schaue ich wieder ein bisschen
nach. Das heißt, hier sieht man, so soll es zum Schluss komplett ausschauen. Hier ist es noch komplett roh. Gehe ich auch mit der Temperatur jetzt wieder. Ah, falsche Platte. Tick höher. Und brate hier noch ein bisschen mehr mit Power nach. So, der Blumenkohl schaut jetzt auch schon richtig gut aus. Kriegt überall schöne Stellen. Gehe ich jetzt auch einfach auch hier wieder mit einem schönen groben Salz aus der Mühle ein bisschen drüber. Wie ich vorhin angedeutet habe, Blumenkohl braucht unheimlich viel Salz. Vom Gefühl her versalzt man den Blumenkohl. Den muss man tatsächlich dann probieren, um festzustellen, wie viel Salz er tatsächlich hat. Gehen wir mal einen Schwenk rüber machen. Und zwar haben wir jetzt hier einen ziemlich coolen Gin, der von den Aromen ziemlich gut zu unserem fruchtigen Thai Curry passt. Ja, da haben wir eine neue Kollektion bei uns im Haus, und zwar Inge und der Honigbär. Das ist ein Bekannter von mir, der Erik aus Mosbach. Und der hat also eine Genussboutique, ist auch Küchenchef, Küchenmeister. Und gibt also selbst viele Kochkurse und macht auch Caterings und so weiter. Und ja, da sind wir neulich mal zusammengesessen, haben ein bisschen philosophiert, mal ein paar Gins probiert von ihm auch. Und ja, schnurstracks haben wir die auch bei uns mit ins Sortiment aufgenommen. Also es gibt insgesamt aktuell 5 Sorten von Inge und der Honigbär. Das ist jetzt die Number 3. Mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen was Besonderes. Nicht mit einem Schwerpunkt dann Wacholder und so weiter, sondern natürlich ist Wacholder einer der Hauptbestandteile, weil der einfach dann das Kernaroma trägt. Aber wir haben hier dann noch Zitrone mit drin, wir haben hier Verbena mit drin, was auch so in die zitronige Richtung geht. Estragon, was auch sehr charismatisch ist, und geräucherter Pfeffer. Und somit habe ich wirklich ein ganz, ganz besonderes Aroma. Die Zutaten, die erzählen schon, was einen erwartet. Und den werden wir jetzt dann einfach mal probieren. Ja, korrespondierend dazu haben wir auch aus unserem Sortiment ein schönes Windspiel, das Dry Tonic von Windspiel. Ein sehr gutes, nicht zu dominantes Tonic Water. Und dann aus der Schweiz, beziehungsweise mit Schweizer Kräutern, das Gens Tonic Water. Das ist ein bisschen aromatischer und ich denke, wir werden beides mal probieren. Wenn mir Daniel so schön erzählt hat, habe ich jetzt einfach mal kurz die Paprika zu dem Blumenkohl dazu. Kommen wir zur Avocado. Die wollten wir auch noch kurz anbraten. Das heißt, Avocado einmal so halbieren, auseinanderdrehen. Ja, klasse. Oh, wie geht das denn? Den Trick, den kann ich noch nicht. Habe ich mich wohl hinters Licht führen lassen. Also Augen auf beim Avocado-Kauf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dich fragen kann, woran man eine reife Avocado erkennt. Ja, eigentlich, ne? Eigentlich schön am Kopf, aber der Einkäufer hat uns gerade total geduscht. So, magst du mal schnell rüberkommen, dann schauen wir uns mal kurz das Kipperkännchen an. Oh. Oben ist es noch roh, unten scheint es wirklich gerade schon mal perfekt zu sein. Das nochmal ganz kurz auf der Hautseite ziehen. Ordentlich. Jetzt gerade mal hier rüber. So, jetzt haben wir unser Gemüse, wir haben unser Hähnchen, wir haben unser Reis. Können wir jetzt direkt mal rumschließen. Ich habe mir ja oben auf eurer Küchenabteilung einfach mal hier so geile Teller geklaut. Die sind von der Firma Asa. Ja, Asa ist ja bekannt. Fand ich jetzt für mich persönlich gerade sehr ansprechend, deswegen habe ich die einfach mal oben gemopst. Würde jetzt hier einfach mal zwei Varianten machen. Das ist einfach mal hier so die traditionelle mit Reis.
Jetzt würze ich unser Hähnchen. Nimm dazu auch vom Ingo Honnern ein schönes Gladisel. Qualitativ der höchste Grad des Salzes. Auf den Salzzähnen bildende Ablagerungen werden von Hand abgeschöpft. Und das ist dann das Fleur de Sel. Das gibt es dann nochmal in unterschiedlichen Stufen. Da gibt es nochmal in gedarter Form. Es gibt dann meistens solche Flakes. Und das ist noch relativ naturbelassen. Jetzt haben wir hier die vegane Version Low Carb, die vegane Version mit Reis. Und jetzt machen wir natürlich hier schön unsere Hähnchengeschichten dazu, damit es auch richtig Spaß macht. So. Einmal hier ohne Reis. Ja, das kannst du schon sehen lassen. Einmal mit Reis. Schreibt einfach mal dazu in die Kommentare rein, wie hat es euch gefallen, welche Teller hat euch besser gefallen, was hat euch nicht gefallen. Vielleicht auch in einem zukünftigen Video, was hättet ihr ganz gern für ein Gericht? Habt doch mal irgendwelche Ideen, was wolltet ihr schon immer mal sehen, probieren, und würden uns freuen, wenn ihr uns einfach schöne Kommentare gutes Feedback hinterlasst. Und in dem Sinne sage ich jetzt schon mal von meiner Seite nochmal tschüss, ciao, danke fürs Zuschauen und übergebe nochmal kurz an Daniel und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, also ich würde sagen, wenn das Ganze hier geschmeckt hat und auch dem einen oder anderen gefallen hat, dann werden wir uns nochmal versuchen. Habt viel Spaß dabei, bis bald. Mach's gut, ciao.